Wir sind heute beim wahrscheinlich krassesten Supercar-Händler, den es in Dubai gibt. Mehr als 50 Millionen Euro und eine absurde Auswahl an Autos. Brabus und Mansory G-Klasse nebeneinander. Hier sieht man den direkten Vergleich. Einmal Mansory G-Klasse, zweimal Brabus, dreimal Brabus, viermal Brabus. Das stehen also die Dinger, die gibt's hier wie Sand am Meer. Wenn du hier eine G-Klasse fährst, es juckt einfach auch niemanden. Hier ist noch McLaren Elva, dann einfach das hier, Leute. Ferrari Enzo. Das ist eine richtige Ansage. Schaut euch einfach auch diesen zeitlos schönen Innenraum an, Leute. Immer noch so geil und sexy einfach. Die meisten Autos dort habe ich euch schon gezeigt. Aber noch nicht den teuersten Lamborghini der Welt. Willkommen bei VIP Motors. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist ein Autoschlüssel für dieses wunderschöne Kfz. Bitte einmal zeigen. Wir können jetzt direkt rausfahren, ey. Dann können wir das Video auch wieder beenden. Also dann, Leute. Ciao. Ja, tschüss. Es schaut einfach komplett abgespaced aus, dieser Pagani Huayra Innenraum. Fast schon ein bisschen drüber, finde ich, aber irgendwie auch geil, ne? So das hier, boah. Aber ey, wir sind hier in Dubai und es gibt hier echt eine ganze Menge. Es ist absurd. Kannst du kurz Insta-Profilbild machen, schön für mich? Hallo, ich bin Daniel, 29 und ich fahre Pagani. Und das hier, meine Freunde, ist der teuerste Lamborghini der Welt. Lamborghini Veneno Roadster. Es gibt nur 9 Stück davon auf der Welt. 3 gibt es auch noch mit Dach. Unglaubliches Fahrzeug. Von vorne fast schon beängstigend. Die Anzahl an Flaps und die Luftleitungen, die man hier vorne sieht. Alles aus Carbon. Unglaublich böse Optik, auch in dem Schwarz. Ganz, ganz extrem. Auch die Lichter. Boah. Dann Felgen. Aerofelgen, Leute, mit aerodynamischen Einschnitten. Das sind Carbonaufsätze, verschraubt auf dieser Felge drauf. Ein dezenter Lufteinlass hier an der Seite für die Kühlung. Hier sehen wir es, LP 750 4. 750, das ist die PS-Anzahl des V12, der hier verbaut ist. Und jetzt schaut euch auch mal diesen Bereich vom Auto an, Leute. Das schaut so brutal aus. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Hier haben wir nochmal einen Lufteinlass und dann geht das Ganze über in so eine riesige Haifischflosse wieder. Alles mit Carbon, verschiedene Stufen, Ebenen, Kanten, ein riesengroßer Heckflügel hier hinten. Ein unglaubliches Heck und Diffusor. Diese Diffusorfinnen, die sind so lang, dass man gar nicht richtig hinterher gucken kann, bis man unten rein sieht. Das ist brutal. Hier 4-Rohr Auspuffabgasanlage, das finde ich jetzt persönlich geht so geil, aber insgesamt, das ist halt einfach ein Biest. Das ist einfach ein Biest, das ist so frech. Brutal. Okay, Daniel, mach keinen Kratzer rein. Mach keinen Kratzer rein beim Einsteigen, sonst ist nämlich der Urlaub vorbei. Ganz ehrlich, ein ziemliches Standard-Lamborghini-Lenkrad. Fette Schaltwippen aber, richtig extrem. Schön ein paar alte Audi-Knöpfe. Jetzt nicht so das State of the Art. Hier hat man jetzt 3 Switches. Hoffentlich passiert da nichts. Ey. So, schöne rote Stoffsitze. Ich weiß gar nicht, was ich nach diesem Dubai-Trip noch an Autos sehen soll, die mich flashen, weil man sieht hier einfach alles gebündelt auf einem Haufen. Da bekommt man gerade richtig Bock, einfach mit einem Vierer-Golf rumzufahren, weil das wäre safe 10-mal exotischer. Welchen kaufen wir jetzt? Welchen würdest du jetzt kaufen? Ich persönlich würde kaufen entweder so eine fette G-Klasse da hinten oder den blauen, wer ist der, Centario? Centenario. Centenario. Wow, danke. Die Anzahlung für den, oder? Das ist die Anzahlung, ja. Und dann tschüss. Halt nur noch 100.000 pro Monat. Ja, genau. Ja, perfekt. Ja, tschüss. Das war ja so ein Jubiläumsmodell, was man gemacht hat. 20 Stück weltweit, nur 750 PS, wenn ich mich jetzt nicht täusche, hat dieses Fahrzeug drin. Und es ist unglaublich. Und das Verrückte ist einfach, dass wir jetzt dann noch ein... So, und hier drunter, Leute, ist ein Ferrari Monza SP2. Der ist schwarz, man darf ihn aber nicht zeigen, der ist schon verkauft. Scheinbar top secret, aber wenn man nicht fragt, kriegt man auch was Schönes. Und wir haben einfach das gleiche Auto nochmal in Rot am Start. Dieses Auto basiert ja auf dem 812, hat einen V12 Motor drin, hat 810 PS, ist ein absolutes Sondermodell, natürlich voll auf Racy auch angelehnt, ne? Mit einem offenen Dach, wie man das von ein paar anderen Marken auch kennt. Hat Ferrari natürlich auch so ein Modell und das ist einfach brutal
teuer. Kostet, glaube ich, so um die 3 Millionen Euro, wenn man das haben möchte. Sollen wir einsteigen, Robby? Ja. Lass mal reingehen, komm. Ich filme mal mit kurz, wie du... Willst du es ja? Nein, ich würde gerne mitfilmen, wie du einsteigst. Ach so, du weißt nicht, wie man aufmacht, oder was? Okay, ich weiß es auch nicht. Ist jetzt keine andere hier. Ey, wie geil, wie klein ist diese Tür? Wie klein ist diese Tür, bitte? So, wir ziehen am Hebel. Oh mein Gott, so leicht und klein wie diese Tür. Boah, schmackhaftes Interieur. So, willst du als erstes einsteigen? Ich hab so Respekt davor. Oh, man hat relativ viel Platz, gell? Ey, wie crazy sitzt man hier drin, bitte, mit dieser Mittelstrebe. Das Ding ist ja, Leute, ihr sitzt hier in einem Carbon-Monocoque, ne? Das ist alles aus Carbon. Ich mach mal diese Tür wieder zu. Schönes Ferrari-Lenkrad, voll Carbon. Hier ist einfach alles, alles aus Carbon, Leute. Es ist komplett Carbon. Du bist hier in so einer Zelle und dann hast du das hier. Einfach so ein DJ-Pult. So witzig. So, man hat überhaupt keinen Windschutz hier, das heißt, man muss mit Helm fahren, außer der Beifahrer, du hast ja hier so einen kleinen Windschutz. Und hier, muss man was sagen, hier ist, das kann ich einfach durchschauen. So, das, kein das ist eine Errungenschaft im Auto, man kann einfach durchlangen durch eine Mittelstrecke. Ja. Das ist mal ein ganz neues Level von Haube öffnen. So, if I buy the car, I get the helmet. Wenigstens etwas, was man dazu kriegt. Das kommt ja mal richtig crazy. Das habe ich noch gar nie gesehen. Carbon-Helm mit so einem Lederbezug. Das soll natürlich so ein bisschen Vintage-Vibes reinbringen, ne? Also so wie früher. Früher sind die mit so einem Lederhelm rumgefahren, kannst du dir vorstellen? Das war früher der Helm, ohne irgendwas. Das war nur so ein Ledermützchen. So ist man früher Rennen gefahren und dann kam irgendwann normaler Helm und dann kam irgendwann Carbon und jetzt hat man einfach sich gedacht, man macht mal Carbon und Leder zusammen. Da ist noch die Brille dabei, oder? Eine Ferrari Vintage Skibrille zum Skifahren. Da sieht man auch erstmal, dass wirklich so gut wie alles auch hier aus Carbon ist, ne? Auch unter der Haube quasi. Du siehst nur Carbon. Das Auto wiegt, glaube ich, so um die 1500 Kilo, ist also gar nicht so leicht, wie man denkt irgendwie jetzt. Aber hier ist alles Carbon. Ich präsentiere Ihnen einen Audi RS6. Das ist der erste RS6, den ich hier gesehen habe, seitdem ich hier bin. Das finde ich fast ein bisschen schade, dass Audi so wenig vertreten ist. Das hat halt noch nicht dieses Image, ne? Dieses Mercedes und auch, glaube ich, auch BMW und Lamborghini sowieso. Die haben ja halt natürlich das Image, das gefällt den Arabern. Audi ist fast schon zu viel Understatement für einen Araber scheinbar. Wobei er gerade eben meinte auch, dass die, wenn sie mal da sind, ganz gut weggehen. Also wir werden auch gleich noch ein kleines Gespräch führen, ob man da vielleicht mal in der Zukunft mehr hier machen kann. So, das war's für heute. Kommentiert mal euer Lieblingsauto und drückt diesen schönen Like-Button und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.